Boah, Leute, jetzt war es schon ganz schön anstrengend heute Morgen. Jetzt bin ich in einer Kurve noch hingefallen mit meinem schlechten Fahrrad. Aber es passt, also nur ein paar kleinere Stufen bis Melbourne, ein bisschen größere, aber passt schon. Da habe ich mich jetzt nicht schon abbringen lassen. Und jetzt folgen mir hier die ganzen Kühe, aber ich kann sie nicht verscheuchen. Also. So, das ist hier der Pfad. Bachbett. Also eigentlich gar nicht zu erkennen. So, also ich habe mich jetzt ein bisschen verarztet. Genau, also hier. So. Ist ja eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ein tieferer Schnitt ist da. Ist jetzt nicht so schlimm. Kurz desinfiziert. Zum Glück habe ich das Zeug dabei, ein bisschen Tape. Ich kann es jetzt aber vom Tape her nicht nochmal neu tapen. Also ich hoffe, das passt. Habe auch schon zu Ibuprofen genommen. Ja, wenn es jetzt schlimmer gewesen wäre, wäre ich jetzt sowieso wieder nach Hause gefahren, aber es passt. Genau, jetzt schaue ich mal, wie es so heute Mittag ist, so gegen 12:01. Und genau, dann schauen wir mal, auch so wie fit ich mich fühle. Ja, aber an sich mega Wetter. Habe eben noch einen älteren Bergsteiger getroffen. Der fährt ein bisschen weiter hinter. Ich habe es nicht ganz genau verstanden, wohin er geht, aber genau, ich glaube, wir sind heute die zwei einzigen hier im Tal. Sonst keinen gesehen. Genau, also ich melde mich später. Ciao. Boah, schon mega geil, hey. Luxus hier zu sein, ohne Scheiß. So, hier sieht man schon ein bisschen die Latschenfelder. Bin mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. So, also laut Karte müsste jetzt irgendwie hier den Grashang hochgehen. Hier ist auch ein kleiner Steinmantel, auch Markierungen. So, jetzt wird auf jeden Fall schon deutlich wegloser. Ja, hier muss man sich durchkämpfen. In der Sonne. Also lohnt sich schon auf jeden Fall früh loszugehen. Ja. So, nach dem Warm-up-Programm zum großen heißen Kopf geht es jetzt über zum etwas ernsthafteren Teil der Tour, und zwar über die Sägezähne zur Kaltwasserkarspitze. Und die Sägezähne spielen ja die wichtigste Rolle in der Tour, da hier die Kletterschwierigkeiten im ersten und zweiten Schwierigkeitsgrad zu überwinden sind. Meiner Meinung nach auch etwas unterschätzt dargestellt in vielen Führern- oder Tourenberichten. So viele gibt es ja auch nicht. Allerdings sollte man den zweiten Grad, den dritten Grad eigentlich auch solide klettern können und vor allem beurteilen können, weil die Wegfindung hier ja meiner Meinung nach sehr schwierig ist. Ja, es ist sehr wenig begangen im Vergleich zum Beispiel zum Jubiläumsgrad. Würde ich zum Beispiel sagen, obwohl die Kletterschwierigkeiten hier leichter bewertet sind, dass es anspruchsvolleres Gelände ist, Wegfindung, Ausgesetztheit und auch Brüchigkeit. Das hat alles hat man eigentlich beim Jubiläumsgrad, außer vielleicht ein wenig Ausgesetztheit, nicht. Genau, deswegen war es mir jetzt einfach nochmal wichtig, das hier im Vorfeld auch zu erwähnen. Leider sind dieses Jahr auch auf der Tour zwei Bergsteiger gestorben, unabhängig voneinander, und alle im Bereich der Sägezähne.
Nichtsdestotrotz ist es wirklich eine Weltklasse-Tour. Man ist wirklich alleine unterwegs, weil ja einfach wenige hinten ins Tal reinfahren mit einem Mountainbike. Und ja, dadurch hat man schon eine gewisse Selektion. Und die Tour ist an sich natürlich auch anspruchsvoll. Ich muss sagen, dass es, obwohl ich jetzt schon sehr negativ darüber geredet habe, es ist fast eigentlich meine Lieblingstour dieses Jahr gewesen, weil ich einfach die Exponiertheit und das kombinierte Gelände von steilem Berg, leichte Kletterei am Grat einfach sehr mag. Und also mir persönlich hat es super gut gefallen und ich war 90% der Tour allein unterwegs, habe nur auf dem großen heißen Kopf vorne noch einen getroffen, der ist dann aber wieder abgestiegen und habe auch noch mal kurz mit ihm geredet. Das scheint so ein bisschen sein Hausberg oder Haustour zu sein und er meinte, dass es hin und raus auf jeden Fall über die Siegezähne auch nicht ganz leicht ist. Deshalb sollte man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen und immer konzentriert bleiben, was man natürlich immer sein sollte. Genau, aber jetzt lasse ich euch nochmal mit den Aufnahmen hier in Ruhe und viel Spaß beim weiteren Video. Mega geil. Das einzige Ding ist, durch den Sturz des Reinigen habe ich halt so eine knappe Stunde verloren, denke ich mal, dreiviertel Stunde. Die fehlt mir jetzt ein bisschen als Backup. Aber gut, schauen wir mal. So, Bergspitze. Da geht's. So, sieht man das zum ersten Mal. Der Wasserkarspitze. Ja, jetzt geht es nochmal das letzte Stück Richtung Gipfel. Es sind nochmal ein paar ausgesetzte Stellen mit dabei, allerdings nicht mehr im extremen Kletterbereich. Und ich habe mich dazu entschlossen, nochmal die schwierigsten Kletterstellen im Abstieg mit reinzunehmen, weil es teilweise schon ganz gut ist, nochmal zu sehen, wo es jetzt lang geht für den einen oder anderen von euch. Und ansonsten sind es einfach nochmal ein paar nette Aufnahmen von der Gratkletterei an den Siegezähnen. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest von dem Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gut gefallen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das jetzt gerne tun und über ein Like freue ich mich natürlich auch. Ich gehe jetzt hier schon ein bisschen langsamer, was auch relativ ausgesetzt ist und auch splittrig.
Das war jetzt hier ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, das geht hier unten lang. Aber man muss hier, wenn man so am See geht, ein bisschen runterklappern, einfach links am Grat entlang. Was da. Am Gipfel angekommen, mega gut. Mega gut. Nicht so viel Parkierung, ja. Also nicht schlecht. Ein paar Steine mehr gibt. Abstieg ist ein bisschen leichter zu orientieren als Aufstieg. So, bin ich auf da vorhin links lang, beziehungsweise abgeklettert. Kann auch, glaube ich, hier an dem Band entlang. Sogar queren kann. Wahrscheinlich besser an den Bruch da reinzusteigen. Genau, ich habe jetzt die folgende Kletterstelle komplett drin gelassen, damit man mal sehen kann, was man abklettern bzw. hochklettern muss oder kann. Man kann es ja auch einigermaßen links umgehen, allerdings ist es in meinen Augen weitaus gefährlicher. Und genau, wer das nicht anschauen mag, kann natürlich gerne auch jetzt die Stelle überspringen.
Würde ich sagen, die Stelle, die ich gerade geklettert habe, ist noch schon das Nadel. Das war jetzt das Schwierigste. Man gewöhnt sich auch langsam an den Split. Wunderbar. Schwieriges geschafft.